Hostinger ist einer der größten Webhosting-Anbieter weltweit mit Serverstandorten auf der ganzen Welt. Ich selber nutze Hostinger schon seit Jahren und bin extrem zufrieden damit. Nicht nur, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis extremst gut und eigentlich unschlagbar ist, sondern auch wegen den schnellen Lightspeed-Servern und den extrem guten Support. Aber Hostinger wird immer besser und deswegen wird es Zeit, dass ich nochmal ein Video dazu mache. Ja, ich habe schon mal ein Video zu Hostinger gemacht, so einen klassischen Testbericht, und ich habe auch auf meiner Webseite auf robert-leitinger.com einen guten Testbericht zum Nachlesen, wo du alle Details findest zu Hostinger, zu den verschiedenen Preisen, zu den Vorteilen, zu den Nachteilen. Wenn dich das Thema also interessiert, dann schau in die Videobeschreibung, da habe ich dir den Testbericht und das Testvideo auch verlinkt. Zusätzlich, wenn es dich interessiert, habe ich auch einen Rabattcode für dich. Mit Robert7 kannst du zusätzlich beim Kauf eines Webhostings, eines WordPress-Hostings, eines Cloud-Hostings, also zusätzlich 7% sparen mit dem Code Robert7. Link zu Hostinger und zu den Testberichten findest du unter dem Video. Gut, also zu Hostinger, wie gesagt, habe ich schon mal ein Video gemacht. Warum jetzt nochmal ein Video? Erstens mal, das Video ist schon mal länger her. Und dieses Video soll jetzt weniger so ein klassischer Testbericht sein, wobei ich dir in diesem Video auch das Backend, das Hosting-Backend von Hostinger zeige. Aber ich möchte nur mal für alle, die jetzt zum Beispiel gerade beim Überlegen sind, welches Hosting sollen sie nehmen. Es gibt ja unzählige Hosting-Anbieter und Hostinger ist witzigerweise bei uns hierzulande gar nicht mal so sehr bekannt. Da kennt man eben die typischen Hosting-Anbieter wie Ionos, 1&1 etc. Aber Hostinger ist halt eher unbekannt. Und das, obwohl Hostinger zu den größten Webhosting-Anbietern tatsächlich auf der Welt gehört. Die Serverstandorte sind eben weltweit vertreten. Und wenn du jetzt ein Hosting bei Hostinger nutzt, dann kannst du dir auch auswählen, welchen Serverstandort du möchtest. Also in Europa gibt es auch zwei Serverstandorte, einen in England, einen in den Niederlanden etc. Und ja, also kommen wir erstmal kurz zu den Angeboten zu Hostinger. Also hier Hosting, dann ein klassisches Webhosting, Cloud-Hosting, WordPress-Hosting. Wenn wir jetzt mal auf WordPress-Hosting gehen, dann schauen wir uns mal die Tarife an und die sind tatsächlich ziemlich günstig. Also hier für 2,99 € geht es eigentlich, also eigentlich geht es schon los bei 1,99 €. Lohnenswerter ist aber tatsächlich dieser Tarif um 2,99 € pro Monat. Da kannst du tatsächlich in einem einzigen Hosting-Paket kannst du bis zu 100 Webseiten hosten, wenn du das möchtest. Hast auch schon ausreichend Speicher, selbst bei diesem kleinen Paket dabei, und du hast eben die schnellen Lightspeed-Server. Normalerweise die meisten, vor allem günstigen Shared-Hostings, basieren eben auf die klassischen Apache-Server, und Lightspeed ist halt einfach schneller. Da hast du zwar alle Möglichkeiten, wie wenn du einen klassischen Apache-Server nutzen würdest, also keine Sorge, da gibt es keine Inkompatibilitäten. Der basiert auch auf Apache, aber eben mit dem Lightspeed-Hosting-Netzwerk im Hintergrund sozusagen. Und das sorgt einfach für noch mehr Speed und für bessere Optimierung. Somit ist Hostinger schon mal eine gute Wahl, wenn man auch eine gute Ladezeit bei Webseiten erreichen möchte. Natürlich, das Thema Ladezeit ist ein ganzheitliches Thema. Nicht nur das gute Hosting ist wichtig, sondern natürlich auch die Optimierung, welche Plugins setzt man ein und so weiter. Das ist natürlich eine ganze Kette, aber der Beginn dieser Kette ist natürlich das Hosting. Also Hostinger ist schon mal eine gute Wahl, wenn du eine gute Ladezeit haben möchtest. Dann, wie gesagt, Preis-Leistung ist auch unschlagbar günstig, wobei man bei diesen Preisen sagen muss, sie sind ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es wird getrickst, aber diesen günstigen Tarif um 2,99 € pro Monat bekommt man tatsächlich nur dann, wenn man für einen gewissen Zeitraum vorbezahlt. Also du kannst halt ein Webhosting ja nur für einen Monat kaufen, so wie bei anderen Hosting-Anbietern auch, oder so wie es eigentlich üblich ist, auch bei den meisten Hosting-Anbietern, dass du es für ein Jahr vorauszahlst, dann kostet es etwas mehr wie 2,99 € pro Monat, dann kannst du es aber auch für 2 Jahre vorauszahlen und auch sogar für 3 oder 4 Jahre. Wir schauen es uns kurz an, wenn ich auf Bestellen gehe, da kann man dann eben sagen, ja gut, also für 24 Monate vorausbezahlt, und nur wenn man tatsächlich die längste Laufzeit nimmt, also 48 Monate, dann bekommt man diesen günstigen Tarif, der vorhin angegeben war. Aber nichtsdestotrotz,
auch wenn man jetzt denkt, hey, das ist ja beschiss, weil du musst dich ja dann voll lange binden und dass du diesen günstigen Tarif bekommst. Ja, aber an der Stelle, selbst wenn du dich nicht so lange bindest, ist der Tarif um fünf, wenn du sagst, nur für ein Jahr vorauszahlen, dann ist es immer noch extrem günstig. Dann hast du ein Hosting für unter 6 € pro Monat und bekommst dafür mehr, als du bei den meisten deutschen Anbietern bekommst für Shared Web Hosting Pakete um 10 € aufwärts. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also die Preise, die da angegeben sind, die sind, na, ich will jetzt nicht sagen, also beschiss nicht, aber eben wie gesagt, du bekommst die günstigen Preise nur, wenn du für lange Zeit vorbezahlst. Aber wenn man sich dann den Gesamtbetrag ansieht, ist das auch schon wieder großartig, weil dann sieht man, man würde jetzt vorausbezahlen 133 Euro und hätte dann für 48 Monate, das sind 4 Jahre, das Hosting komplett bezahlt. Man kann sogar bis zu 100 Webseiten hier hosten. Ich meine, inkludiert ist jetzt mal nur eine Domain. Du müsstest dir natürlich schon die weiteren Domains logischerweise dazu kaufen. Aber eine Domain um 11 € pro Jahr oder 12 € pro Jahr ist dann nicht mehr der große Kostenfaktor. Und da kannst du halt echt, also das ist natürlich preis-leistungsmäßig schon unschlagbar. Und selbst wenn du sagst, okay, du möchtest es nur für ein Jahr vorauszahlen etc., kein Thema, dann ist es immer noch sehr günstig. Außerdem hast du bei Hosting auch eine Geld-Zurück-Garantie, wo du das problemlos stornieren kannst. Und wenn du noch zusätzlich Geld sparen möchtest, kannst du auch hier einen Gutscheincode, also hier zum Beispiel Robert7, ich habe ihn hier schon mal eingegeben. Also wenn du Hosting kaufen möchtest, dann fragt er dich hier, haben Sie einen Gutscheincode? Wenn du hier Robert7 eingibst, dann reduziert sich eben der Preis nochmal und das ist halt echt eine großartige Sache. Schauen wir mal kurz, also wie gesagt, wir haben jetzt schon mal geschaut, was gibt es da eben für eine Angebote, also Webhosting auch, selbst das Cloud-Hosting ist verhältnismäßig günstig, das geht schon bei 9,99 € pro Monat los und jeder, der andere Cloud-Hosting-Anbieter kennt, der weiß, dass das ein sehr günstiger Preis ist. Ich tatsächlich nutze auch das Cloud-Hosting, weil das einfach leistungsmäßig großartig ist. Da können die meisten anderen bekannten Anbieter einfach nicht mithalten. Jetzt schauen wir aber mal kurz ins Backend von Hostinger. Und das ist auch meiner Meinung nach ein großer Vorteil von Hostinger, denn die Webhosting-Oberfläche ist wirklich großartig. Du hast hier sowas Ähnliches wie das bekannte cPanel, das man ja kennt von Plesk und so weiter, aber die haben das verbessert und nennen es hPanel. Also es ist eigentlich ein verbessertes cPanel, das extremst übersichtlich ist und wo du einfach alle Einstellungen super machen kannst. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf, ich habe hier ein Hosting, ich klicke hier mal auf Dashboard und dann kann ich eben verschiedenste Einstellungen machen. Du hast hier auch ein serverseitiges Caching, das du aktivieren kannst. Also wenn man hier auf der linken Seite zum Beispiel auf Cache Manager geht, dann kannst du hier das automatische serverseitige Caching aktivieren, das dir eben dann nochmals einen Performance Boost gibt. Du kannst aber auch sonst alle anderen Einstellungen treffen. Du hast einen Auto-Installer, wo du halt natürlich auch WordPress mit einem Klick installieren kannst, kein Thema. Du kannst Webseiten auch migrieren und Hostinger hat sogar den Service Migration Request, das ist wirklich großartig. Die haben sogar den Service, dass du ein Hosting, das jetzt auf einem anderen Webhosting liegt, dass du das von Hostinger umziehen lässt zu Hostinger, ohne dass du manuell was machen musst. Und das ist auch völlig kostenlos integriert. Also wirklich eine großartige Sache. Was es jetzt aber noch gibt, das ist halt auch diese Funktion Staging und das ist halt auch eine coole Sache, denn das bieten eigentlich die meisten Hosting-Anbieter zumindest nicht zu so einem kleinen Preis an und dass da eben Staging auch noch integriert ist, ist halt wirklich großartig. Das heißt, du kannst hier einfach auf Staging klicken, das ist auch völlig unkompliziert und kannst dann einfach Create Staging und dann kannst du eine neue Subdomain und dann wird die ganze Webseite darüber kopiert. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel eine Webseite hast und du sagst, du weißt nicht, ob du die Updates sicher machen kannst und so weiter, ganz unkompliziert. Dupliziere dir das einmal, mach dir ein Staging mit einem Klick aus dem Hosting Backend und dann kannst du auch einfach auf der Staging-Webseite Dinge ausprobieren oder auf der Staging-Webseite die Webseite umbauen. Also was du möchtest, voll risikolos und das ist halt wirklich eine gute Sache. Zusätzlich bietet Hostinger auch einen sehr guten Support, entweder per E-Mail oder auch per Chat. Also da kannst du eine Nachricht eingeben und auf Chat Now klicken. Meine Erfahrungen sind, dass der Support, egal welche Uhrzeit, egal welcher Wochentag, innerhalb von einer halben Stunde eigentlich sich wirklich kümmert.
Und das ist halt auch eine großartige Sache. Also ich habe da tatsächlich, ich glaube, einmal an einem Samstag um 11 Uhr den Support angeschrieben mit Chat Now. Und ich wollte mal testen, ob die da wirklich um die Uhrzeit auch eben erreichbar sind. Und innerhalb kürzester Zeit wurde da eben auch geantwortet und mitten in der Nacht auch weitergeholfen, auch ohne Aufpreis. Also das ist wirklich großartig. Hostinger bietet also sozusagen wirklich viele großartige Features, ein cooles Panel, ein schnelles Webhosting zu einem günstigen Preis, inklusive Staging. Du kannst über bis zu 100 Webseiten oder je nach Paket noch mehr, pro einem Webhosting quasi installieren und nutzen. Also Hostinger ist wirklich im Vergleich zu viele andere Hosting-Anbieter wirklich großartig. Kostenlose Migration vom alten Hosting-Anbieter zum neuen Hosting-Anbieter und das bei diesen Preisen. Deswegen, ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum Hostinger im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt oder so populär ist, denn da kann eigentlich kaum jemand mithalten. Wie gesagt, mein genauer Testbericht zu Hostinger, den verlinke ich dir, denn da gehe ich auch noch ein bisschen auf die Vorteile, bin ich jetzt hier auch eingegangen, aber auch Vorteile und Nachteile. Also wenn du genauer abwägen möchtest, ist das das richtige Hosting für dich oder nicht? Weil natürlich gibt es auch Nachteile, auch bei Hostinger, wie bei jedem anderen Anbieter auch. Ein Nachteil zum Beispiel ist, dass die Benutzeroberfläche nur in Englisch verfügbar ist, nicht aber in Deutsch. Das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum im deutschsprachigen Raum Hostinger vielleicht gar nicht so populär ist. Für mich ist das aber kein großer Nachteil, denn dafür ist halt auch die Oberfläche so extrem übersichtlich und das H-Panel so genial, weil du so einfach alles einstellen kannst. Wirklich, egal ob du auch Umstellungen im Bereich von PHP etc. Das ist so easy. Natürlich hast du auch E-Mail-Hosting dabei, das ist schon klar. Du hast einfach alles in einem Paket und einen guten Support auch noch. Also von dem her, überwiegen natürlich die Vorteile massiv, aber ein paar kleine Nachteile gibt es. Aber wie gesagt, mein Testbericht, liest dir das durch und wenn dich das interessiert, auch hier mein Rabattcode Robert7, kannst du noch zusätzlich 7% zum Preis sparen, wenn du dich für dieses Webhosting interessierst. Wie gesagt, super für Webseiten, aber natürlich auch bieten sie ganz normales Webhosting für alle möglichen Applikationen. Muss jetzt natürlich nicht WordPress sein. Gut, das war es jetzt aber auch schon wieder mit diesem Video. Ich wollte einfach nur mal kurz auch die Neuigkeit bezüglich des Stagings teilen. Das ist eine neue Funktion, die bei Hosting jetzt integriert ist. Und Hosting wird einfach immer noch besser und überrascht mich immer wieder im Positiven. Deswegen muss ich jetzt auch dieses Video machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!